Endlich ist Son Goku auf Namek angekommen. Landemanöver erfolgreich abgeschlossen. Wir befinden uns auf dem Planeten Namek. Gute Umweltbedingungen. Ich muss sie so schnell wie möglich finden. Son Gohan, Krillin, Bulma, ich bin da. Dann ist es jetzt wohl an der Zeit, die süßen Früchte meines ultraharten Trainings zu ernten. Krillin! Krillin und Son Gohan sind zusammen, aber sie sind beide schwer angeschlagen. In ihrer Nähe spüre ich noch drei weitere Energien. Sie sind zwar in der Überzahl, aber ich bin bereit. Glaub ja nicht, dass du mit mir ein leichtes Spiel haben wirst. Und jetzt zu dir, du Zwerg. Mach dich bereit. Du bist als Nächster dran. Ich werde euch nämlich gleich alle vier zum Teufel schicken. Papa, ich bin ja so froh, dass du da bist. Oh. Du da! Wer bist du und was willst du hier? Dann haben sie also die Wahrheit gesagt. Kakarot ist auf Namek eingetroffen. Keine Angst. Mach dir keine Sorgen. Dir wird keiner mehr wehtun, das verspreche ich dir. Hast du starke Schmerzen? Keine Angst, jetzt ist Papa da. Alles wird wieder gut. Na schön, fangen wir endlich an. Ich habe genug von deinem dämlichen Gegrinse. Also dann! Ich glaube, die Sache wird ratzfatz gehen. Na, los geht's! Ich glaube, der Kampf könnte interessant werden. Der Tanz beginnt! Achtung! Ich komme! Hier kommt euer Ende! Yeah! Entschuldige, aber ich dachte, du wärst kein Weichei und hältst so einen niedlichen Schlag aus. Dafür wirst du büßen. Wir sind noch nicht fertig. Bravo, du hast gewonnen. Das war eine perfekte Technik. Ich habe gesehen, wie du das gemacht hast. Der Schlag war hart und präzise. Wie hat er nur trainiert, um sich eine derartige Treffsicherheit anzueignen? Du Verräter, wer bist du? Nein, nicht er. Nein, das glaube ich nicht. Oh, Kakarot ist doch ein Feigling, ein Verräter. Er hat nicht die Qualitäten eines Super Saiyajin. Die Legende besagt, dass es nur alle 1000 Jahre einen Super Saiyajin gibt. Ihr habt hier nichts zu suchen, also wie sieht's aus? Macht ihr jetzt endlich einen Abflug? Oder wollt ihr euch erst noch mal kurz mit eurem Freund hier beraten? Hast du das gehört, Bata? Der glaubt wirklich, dass er gegen uns eine Chance hat. Dieser Schwachkopf weiß wohl nicht, mit wem er es zu tun hat. Oh ja, ich vermute, dieser arme Irre bildet sich ein, er hätte Rikum durch sein Können besiegt. Ist doch nichts weiter als Zufall gewesen. Rikum hat einen Moment nicht aufgepasst, das war alles. Genau. Rikum war einfach ein bisschen zu ungestüm. Man muss den richtigen Augenblick abwarten und der richtige Augenblick ist jetzt. Bist du bereit? Aber logisch! Dann mal los! Oi, das sind ja lustige Verrenkungen. Crushable! Tja,
Leute, ich bin eben nicht nur schnell, sondern auch ziemlich kräftig. Und Goku erhöht seine Kampfkraft bei einem Angriff nur für einen winzigen Augenblick, den die Scouter nicht erfassen können. Das ist seine Stärke. Ihr werdet gleich sehr überrascht sein, wenn ihr begreift, mit wem ihr euch da eingelassen habt. Woher kommt diese gewaltige Kraft, die es ihm ermöglicht, mit einem Wimpernschlag Berge zu versetzen? Ich hoffe, es dämmert dir so langsam, dass ein Kampf gegen mich sinnlos ist. Also schnapp dir deinen Kumpel und düs ab. Nein, das ist völlig unmöglich. Wir sind die Ginyu Force. Wir sind die Elite. Niemand kann unsere Truppe einfach erledigen, ohne dafür bestraft zu werden. Das wird noch ein böses Nachspiel für dich haben, Saiyajin. Ihr haut ab. Du bist einfach viel zu nett, weißt du das? Das veranlasst mich irgendwann nochmal zum Knochenkotzen. Alles, was geschehen ist, lässt nur einen einzigen Schluss zu. Du bist doch kein perfekter Super Saiyajin. Ich soll kein was bitte sein? Na, auf deine Stärke und deine Schnelligkeit scheinst du dir ja echt eine ganze Menge einzubilden. So wirst du Freezer garantiert nicht besiegen, es sei denn, du wirst auf die Schnelle unsterblich. Du tust ja gerade so, als hätte sich meine Kampfkraft überhaupt nicht verändert. Meinst du wirklich, dass ich gegen Freezer nicht gewinnen kann, oder tust du nur so? Nein, das ist mein Ernst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schrecklich der ist. Sag mal, hast du gepennt und nicht gesehen, wie er die anderen geschlagen hat? Die hätte er auch mit einem Fingerschnipp erledigen können. Was soll denn da noch schiefgehen? Aha. Also, findest du nicht auch, dass du vielleicht ein klein bisschen zu dick aufträgst? Wer könnte den neuen Son Goku denn jetzt noch besiegen? Kämpf ruhig, aber vergiss nicht die Dragon Balls. Was? Unglaublich, ihr habt ein Gedächtnis wie ein Sieb. Freezer hat die Dragon Balls und sie dürften ihn inzwischen unsterblich gemacht haben. Nein, ich glaube nicht, dass Freezer schon Unsterblichkeit erlangt hat. Was? Ach ja, Kleiner, und wieso nicht? Naja, damit sich dein Wunsch erfüllen kann, müssen verschiedene Dinge passieren. Zuerst einmal, bevor der heilige Drache erscheint, wird es dunkel, es war aber immer hell. Was nur eine Möglichkeit zulässt, und zwar, dass der Drache noch nicht erschienen ist. Losungswort, heiliger Drache? Was hat das zu bedeuten? Der heilige Drache? Und wer bitteschön ist das? Und heißt das, dass man irgendwas tun muss, bevor sich der Wunsch erfüllt? Klar, Freezer kennt das Losungswort nicht. Er denkt, die Dragon Balls zu haben wäre genug. Tja, früher oder später wird er wohl merken, dass er sich da kräftig geirrt hat. Jeez, den du entkommen lassen hast, und der Kommandant Ginyu höchstpersönlich sind auf dem Weg hierher. Aber wo ist Freezer? Er ist nicht mehr beim Raumschiff. Und er ist auch nicht bei den beiden Saftsäcken, die gerade auf dem Weg hierher sind. Leute, da hinten spüre ich eine riesige Energie. Ich weiß, das ist Freezer. In echt? Aber es wäre ja schrecklich, wenn er dort ist. Sogar richtig schrecklich, denn in dieser Richtung lebt der Oberälteste der Namekianer. Freezer ist wahrscheinlich auf dem Weg zu ihm, weil sein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist. Und nun soll er ihm erklären, wie die Dragon Balls funktionieren. Mir fällt da was ein. Zu allem Übel erinnere ich mich nämlich gerade an etwas, das der Oberälteste mal zu mir gesagt hat. Und irgendwie glaube ich, dass es euch nicht gefallen wird. Wenn er ihm was antun sollte, verlieren wir die Dragon Balls. Was? Gut, hört mal her, so sieht der Plan aus. Während ich gegen diese Riesen kämpfe, geht ihr beide die Dragon Balls suchen. Ja, Papa, wird erledigt. Ich glaube, ihr Raumschiff ist hier irgendwo ganz in der Nähe. Los, Beeilung. Was macht ihr denn noch hier? Du musst ihn schaffen. Weiß ich. Tschüss, Papa. Wir sehen uns dann später. Gut, legen wir los. Bist du bereit? Na, aber sowas von. Es wird dir noch verdammt leid tun, dass du mein Leben verschont hast, denn jetzt bekommst du es mit dem Kommandanten unserer Truppe zu tun. Ist er das Jeez, dieser Kerl da? Seine Kraft ist nur 5000. Jetzt verstehen Sie vielleicht, wieso ich nicht kapiere, warum er uns besiegt hat. Mann, bist du doof. Wie? Wenn er euch besiegen konnte, dann nur, weil ihr Idioten euch auf eure Scouter verlassen habt. Ich bin mir sicher, dass das einer ist, der seine Kampfkraft nach Belieben regulieren kann. Ich schätze mal, dass sie in Wirklichkeit so ungefähr bei 60.000 liegt, wenn nicht sogar darüber. Was? 60.000? Nein, das ist unmöglich. Einen so starken Saiyajin kann es gar nicht geben. Ich hatte schon gar nicht mehr zu hoffen gewagt, irgendwann mal gegen so jemanden anzutreten. Das wird mehr als interessant.
Vegeta, ich möchte, dass du dich um den anderen kümmerst. Na, wenn du das sagst. Tut mir leid, aber ich muss weg. Ah, du feiges Stück. Und jetzt zu uns zwei beiden. Du bist es also wirklich? Ah, es ist wahr! Du bist der Super Saiyajin! Merkwürdig, davon hat auch schon Vegeta gesprochen. Tja, wenn ihr euch da alle so einig seid, wird's wohl so sein. Was, der Super Saiyajin aus der Überlieferung? Vor dem hat selbst Freezer Angst! Nein, das darf nicht wahr sein! Es ist aus mit uns! Der Kommandant ist eine Schande für unser Volk! Nein, ich kann diese Niederlage nicht einfach so wegstecken. Ich werde bis zu meinem letzten weißen Haar kämpfen! Hör mal, ein Kampf wäre sinnlos. Ihr könnt mich doch sowieso nicht besiegen. Dieser Tatsache müsst ihr ins Auge sehen. Ich schlage vor, ihr verzieht euch von diesem Planeten. Wie bitte, ist das dein Ernst? Du meinst, wir sollten diesen Planeten einfach so verlassen? Genau das meine ich. Ich töte nicht gern und diesen Kampf könntest du nie und nimmer gewinnen. Also, was sagst du? Er tötet nicht gern. Wenn er ein echter Super Saiyajin wäre, würde es ihm Spaß machen, Blut zu vergießen. Wir werden uns nicht so einfach geschlagen geben. Wenn du wirklich ein Super Saiyajin bist, wirst du uns das beweisen müssen. Mach dich darauf gefasst, dass die Ginyu Force dir jetzt eine Lektion erteilt. Wir werden dich zerquetschen wie eine Wanze. Du bist ein Witz. Dich stampf ich doch locker ein. Hier, fang auf. Pass gut auf ihn auf. Tja, so sieht's aus. Die Männer meines Volkes haben gelernt, für ihr eigenes Wohl zu leiden. Es geschehe! Aber was ist passiert? Das da bin ich doch! Habe ich etwa einen Doppelgänger? Das kann nicht sein! Ich habe einfach unsere Körper getauscht. Ab jetzt bin ich Son Goku. Hier, Kommandant, Sie haben eine neue Nachricht erhalten. Wir sollen umgehend zum Raumschiff zurückkehren. Ist ein Befehl von Freezer. Er wird auch bald dort eintreffen. Ah, du Verbrecher! Das kannst du doch nicht tun! Jetzt verstehe ich, warum er sich diese Wunde zugefügt hat! Das gehörte zu seinem Plan. Er hat gewusst, dass er seinen Körper gegen meinen tauschen wird. Nein, das ist das Ende. Ich bin verloren. Das ist doch der totale Dreck, so ein Arschloch. Ich habe nicht mal mehr genug Kraft, um zu fliegen. Ich muss zu meinen Leuten zurück, sonst machen sie sich noch Sorgen um mich. Na los, kneif die Backen zusammen, Son Goku. Du hast in deinem Leben schon viel härtere Nüsse geknackt. Tut das weh? Diese verdammte Verletzung macht mir mächtig zu schaffen. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Der Tausch der Körper, den Kommandant Ginyu mit Son Goku vollzogen hat, wird für die beiden noch eine Menge Überraschungen bringen.